Fantastic. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Fred. Und ja, erstmal, ich habe mir gedacht, heute starten wir mal direkt rein mit einem Angriff. Wir sehen jetzt hier mal eben ganz kurz, ich brauche die Queen überhaupt nicht down zu kriegen eigentlich. Das ist ja Schwachsinn. Wir starten direkt mal hier oben beim... Ja, wobei, wir machen das mal ein bisschen geschickter. Es ist ja ein Rathaus 10er, das bedeutet, er hat ja schon mal keine Adler-Dev. Das bedeutet, wir können eigentlich außenrum schon mal ein bisschen was wegmachen, hoffentlich mit unseren kleinen, feinen Baby-Dragons. Habe ich mir mal überlegt, die mal hier einzusetzen. Oh, den König! Vielleicht kriegen wir den König sogar down. Ah, nee, den kriegen wir nicht down. Aber wenn da schon mal was weg ist, dann kann ich gleich in aller Ruhe mal den Sprungzauber hier auf die Stelle setzen. Und dann kommen wir... Na, ich weiß nicht genau, ob wir da reinkommen jetzt in das Ding. Nein, weiß ich nicht. Okay, wir müssen es mal ausprobieren. Ich habe einen Golem in der Clanburg. Moment mal, im Warten. Oh, die Luftbombe hat natürlich mein Baby Dragon ordentlich zugesetzt. Okay, zack. Du gehst jetzt da rein und du gehst auch da rein und du gehst auch da rein. Okay. Nö, die anderen brauche ich nicht. Die anderen brauche ich noch nicht. Der König ist jetzt gleich down. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Den Freeze könnte ich gleich eigentlich schon benutzen. Na, noch nie. Jetzt. Jetzt benutzen wir den mal. Jetzt springt nämlich mein König. Ah, genau, mein König springt da sehr schön schon mal in die Mitte rein. Der Golem tankt auf der anderen Seite. Ja, der läuft ein bisschen scheiße. Oh, der hat einen Golem in der Clanburg. Leck mich am Arsch. Der hat tatsächlich einen Golem in der Clanburg. Das ist mittlerweile... Das sehe ich so oft mittlerweile, dass die Leute einen Golem in der Clanburg haben. Und einen Magier. Die Königin ist noch dabei. Scheiße. Ich hatte gehofft, wir kriegen den anderen Inferno-Turm auch noch down. Ärgerlich eigentlich. Das ist echt ärgerlich. Jetzt muss ich mal eben gucken. Der ist ja noch... Ja, jetzt hätte ich das... Das war jetzt sehr, sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm von mir. Das hätte ich mir eigentlich sparen können. Jetzt laufen die nämlich alle da vorne hin und ich kriege sie nicht gescheit. Ich kriege sie nicht gescheit in die Mitte rein, oder? Lauft in die Mitte! Ein bisschen aufmachen. Jetzt laufen sie halbwegs in die Mitte rein. Aber der Inferno-Turm ist jetzt gleich auch down. Ja, sehr gut. Muss man eben überlegen, wie wir das angehen. Jetzt laufen sie nämlich fast alle außen rum. Das, was ja eigentlich nicht passieren sollte. Der andere Inferno-Turm ist ja eh down. Ja, muss ich den Wutzauber schon da einsetzen? 2 Tesla, okay. Reicht das hier in der Mitte? Kriege ich die Tesla damit down? Ne, das reicht gar nicht. Da sind eh nur 2 unterwegs gewesen. Ja, das war wieder dumm von mir hoch 1000. Das war richtig dumm, weil wir jetzt nämlich ziemlich viel Loot verschenken dadurch, dass ich so blöd war. Ja, ich glaube, entweder brauchst du einen zweiten Sprung oder du brauchst noch irgendwelche Erdbebenzauber, wären, glaube ich, in diesem Fall wirklich sehr, sehr gut gewesen. Jetzt kriegen wir nämlich leider das Rathaus nicht down dadurch. Na, egal. Ist egal. Ja, das eigentliche Thema dieser Sendung ist ja der Bombenturm, weil ich mir mal überlegt hatte, in Clash of Clans, da wurde ja gesagt, es kommt beim September-Update, kommt ja ein neues Gebäude. Und es wurde ja spekuliert, oder beziehungsweise es wurde sogar offiziell gesagt, genau, es wird ja von Supercell gesagt, ein Gebäude, was gegen diese ganzen Massenangriffstaktiken, also zum Beispiel Valkyren, Bowler und Miner vorgehen soll. Und da wir nun schon einige Truppen aus Clash of Clans in Clash Royale und auch einige Truppen aus Clash Royale in Clash of Clans schon gesehen haben, wie zum Beispiel jetzt hier, ne? Wie zum Beispiel der Baby Dragon und der Miner. Das sind ja zum Beispiel nur mal 2 Beispiele. Na gut, klar, aus Clash of Clans sind einige Truppen in Clash Royale, weil das Spiel ja im Grunde von den Truppen her darauf aufbaut. Logisch. Aber ansonsten gibt es schon einige Sachen, die darüber gekommen sind. Und deswegen hatte ich mir überlegt, wir gucken uns jetzt mal meine Base an. So, jetzt lasse ich die Base mal so stehen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, welches Gebäude aus Clash Royale würde denn Sinn machen bei Clash of Clans, da ist mir sofort der Bombenturm eingefallen. Aus dem Grund, er verteilt Flächenschaden, was im Grunde gegen diese Massenattacken von Bowlern, Minern und so weiter schon mal ganz gut ist. Du brauchst kein Gebäude, was Lufteinheiten angreift, weil alle 3 von den Truppen sich auf Bodenangriffe beschränken, sowohl die Valkyrie, als auch der Miner, als auch der Bowler. Und ich baue den Bombenturm jetzt einfach mal in diese Base ein. Ich ersetze die Magiertürme, die wir jetzt hier sehen, ersetze ich durch die Bombentürme. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Es passt eigentlich thematisch auch hier rein. Erfüllt auch seinen Zweck. Und deswegen, ich hatte mir echt mal... Also es ist, wie gesagt, ich weiß nichts von dem Update. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß auch nicht genau, wann es kommt. Es ist einfach nur mal so eine Idee. Wenn denn ein Gebäude aus Clash Royale kommen würde, dann könnte ich mir vorstellen, wäre es tatsächlich der Bombenturm, weil es wirklich Sinn machen würde. Auch thematisch, dass er dann hier reinpasst, vom ganzen Aussehen und so weiter. Aber wie gesagt, es ist wirklich nur eine Idee. Ich weiß nicht, ob er kommt, ich weiß auch nicht genau, wann das Update kommt, aber einfach mal so als Idee. Okay, jetzt gucken wir mal noch einen Angriff an. Na, der Moose hat echt immer ein Timing, ohne Witz. Jedes Mal, wenn ich keine Truppen habe,
Ich booste jetzt trotzdem mal eben noch meinen König und so weiter. Ich habe aber allerdings auch nur noch, ihr seht es, 37 Juwelen, jetzt sind es nur noch 32. Jetzt sind es nur noch 27, jetzt sind es nur noch 22 Juwelen. Und es spawnt auch einfach nichts in der Mitte. Es ist zum Kotzen. Die ganze Nacht über habe ich das offen gelassen. Und es ist einfach nichts gespawnt in der Mitte. Ohne Witz. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Soll ich die auch noch boosten? Ach komm, wir boosten die auch noch. Habe ich sogar noch, oh, ich habe sogar noch ein bisschen Platz, die auch noch zu boosten. Jetzt können wir auf jeden Fall einen Angriff noch machen. Das ist schon mal gut. Mal eben überlegen. Ich nehme diesmal aber 1, 2, 3, 4, 5 Stück mit von den Mauerbrechern. Und wir gucken jetzt einfach mal noch einen Angriff an. Habe ich denn noch einen? Bayern hat es gegen... Mal eben gucken. Hier, der Vermelo. Also, ich war nämlich noch bei Reddit unterwegs und gestern war Sorrowful Thursday bei Clash of Clans. Ne, war das gestern? Ja, genau, doch. Gestern war das. Und dann haben sie... War das gestern? Haben sie das gestern gepostet? Ja, genau. Vor 16 Stunden, wo man Ideen einreichen konnte bei Reddit und dann sagen konnte, ich habe eine Idee, was wünsche ich mir denn für Clash of Clans? Und da waren einige coole Ideen bei, die ich jetzt einfach mal noch so nebenbei offen habe und einfach mal mit euch teilen möchte. Eine Idee, die ich sehr cool fand, war einfach Bauarbeiter, die nicht genutzt werden, zu benutzen, um damit Minen und Sammler zu boosten. Das finde ich eine richtig coole Idee. Wenn du sagst, zum Beispiel jetzt wie ich, im Grunde alle Bauarbeiter frei. Ich habe ja nichts mehr, was ich noch upgraden könnte. Und dann nimmst du dir einfach die Bauarbeiter und boostest damit zum Beispiel eine Mine oder einen Sammler oder sowas. Das finde ich schon ganz cool. Dann natürlich noch, dass du in der Trainingsschlange noch ein paar Sachen hin und her schieben kannst. Dass du verschiedene Truppenkombinationen speichern kannst. Das ist so alles noch. Das ist ein dunkler Zauber, dass die dunklen Zauber in der Clanburg benutzt werden als Verteidigung. Also da gibt es echt richtig viele Sachen. Was ich ein bisschen blöd fand, war irgendwie der Vorschlag, du machst einen Chat für dich und deinen Clan-Kriegsgegner. Also das wäre etwas, was definitiv nie kommen wird, denn das wird einfach nur extrem eskalieren. Es gibt übrigens auch noch neue Informationen zu einem künftigen Update, die offiziell verfügbar sind. Das werde ich dann wahrscheinlich die Tage nochmal erzählen. Das hatte ich dann gelesen. Also das wird aber noch kommen. Das wird noch kommen. Clan-War-Chat lese ich gerade. Das ist blöd. Clankriege gegen Freunde fände ich gut, wenn die Freunde dann halt auch zustimmen müssten, dass der Clankrieg dann, dass der Clankrieg dann auch wirklich startet. Das fände ich ganz cool. Oder halt, wie gesagt, hier wieder, Builders should be able to build 2x speed working together. Also quasi ein Builder braucht 2 Tage, 2 Bauarbeiter brauchen dann nur noch 1 Tag und so weiter. Fände ich eigentlich auch ganz cool. Dann wünschen sich auch einige so einen Nachtmodus für Clash of Clans, fände ich auch gar nicht mal so schlecht. Mehr Sprachen wünschen sich eine, das ist natürlich auch so eine Sache, ja, die ich dann definitiv auch unterschreiben würde, wo man dann sagt, zum Beispiel Rumänisch wünscht er sich, das ist natürlich sowas, könnte man dann auch irgendwann mal bringen nach 3 Jahren oder so. Oder was ich auch eine ganz coole Idee fand, wobei die gucken wir uns das nächste Mal an. Das ist glaube ich eine Idee, die kann man sogar fast schon, da muss man fast schon eine ganze Folge für machen. A Night Version. In the day COC will show all light and at night the COC become night version. Ich lese es jetzt so vor, wie es ist. Und dann noch der Aufgeben-Knopf. During the war, sometimes we know that we are going to lose this. We won't attack in this war. At the moment, the leader will tap the surrender button. Das würde sich jetzt zum Beispiel darauf beziehen, dass du quasi vorher... Haben wir noch keinen Angriff mehr? What the fuck? Haben wir keinen Angriff mehr? Doch, mein Angriff gegen Moose. Wir gucken mal hier nach. Wir gucken mal Moose Verteidigung mal an. Quasi so ein Aufgebeknopf, dass du quasi direkt am Anfang des Clankrieges, wenn du weißt, du verlierst, schon sagen kannst, ich gebe auf. Allerdings wäre dann da wieder das Problem, wenn du diesen Knopf hast, dann kann den ja eigentlich nur der Anführer drücken oder der Stellvertreter und stell mal vor, jemand ist irgendwie stinkig auf dich oder so und dann drückt er den Knopf, obwohl du den Clankrieg ja eigentlich machen willst, dann verlierst du ja. Das ist auch wieder so eine Sache, weiß ich jetzt nicht, ob das so gescheit wäre, das als Idee umzusetzen, ne? Dann, make walls cheaper, schreibt einer. Macht die Mauern günstiger, ja. Keine Ahnung, ich fände es auf jeden Fall wieder cool, wenn die Mauern wieder mit Elixier geupgradet werden könnten. Ich glaube, bis Level 8 war das ja, ne? Ab Level 8 oder beziehungsweise ab Level 9 ist es ja dann möglich, die Mauern mit Gold und Elixier zu machen. Bis dahin nur mit Gold. Ist halt das Problem vieler Rathaus Achter, dass du irgendwann auf dem ganzen Elixier sitzt und du weißt nicht, was du damit noch anstellen sollst. Weil du ja alles schon gemacht hast und du bräuchtest es dann eigentlich für die Mauern, du kannst es aber nicht machen. Du kannst natürlich auch Gold in Elixier nicht umtauschen und so weiter. Naja, das sind halt so Probleme. Und, ja, also wie gesagt, es sind viele Ideen gekommen in dem Reddit-Thread und viele Ideen waren auch scheiße, einige Ideen waren auch wirklich gut.
Deswegen müsste man echt mal gucken, dass man da auf jeden Fall mal, vielleicht mal nochmal so eine einzelne Folge draus macht, wo man dann sagt, hier werde ich nochmal gezielt auf die ganzen Sachen eingehen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eben einen kleinen Cut. Ich will natürlich noch einen Angriff starten. Habe ich denn was hier drin überhaupt? Na, immer noch leer. Habe ich hier irgendwo noch was drin? Oder ist hier noch irgendwas, was noch im Chat abgeht? Nein. Wir können gleich den Moose mal angreifen. Ich habe, glaube ich, gleich die Truppen fertig. Ich habe ja schon den Golem fertig. Den Zauber habe ich leider noch nicht. Und dann würde ich sagen, probieren wir es gleich einfach mal. Und bis gleich. So, wir sind wieder da und ich habe jetzt die Truppen fertig. Allerdings, ja gut, wir greifen jetzt den Moose an. Ich gehe mal davon aus, es wird, wir spähen mal erst. Wir spähen mal erst das Dorf aus. Allerdings, ich habe, glaube ich, viel zu viele Baby Dragons dabei für dieses Dorf, denn wir sehen das ja eigentlich. Von unten anzugreifen macht eigentlich im Grunde, macht keinen Sinn. Oben könnten wir vielleicht sogar ein bisschen was wegholen. Ich bin einfach mal gespannt, ob das jetzt, warte mal, hat er die auf Luft oder auf Boden hat er die oben? Ich weiß es nicht. Ich kann absolut nicht einschätzen, ob das jetzt funktionieren wird mit den, ob das funktioniert mit den Baby Dragon oder nicht. Ich habe sehr viele Baby Dragon. Es sind eigentlich zu viele. Von daher 6 Stück. Weiß ich nicht. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir setzen jetzt mal einen da drauf. Oh, er hat einen Tesla da oben hingestellt. Das bringt ihm allerdings jetzt gar nicht mal so viel. Mal gucken. Tatsächlich kriegt er den nicht down. Aber wir kriegen den, wir kriegen die Kanone down. So, jetzt kriegen wir den Tesla noch down. Mal gucken, was da noch so passiert. Er muss doch den Magierturm mal down kriegen da. Genau, muss den Magierturm mal down kriegen. Wir haben 3 Zuschauer. Geil. Wir haben drei Zuschauer. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas down. Oh, da ist noch ein Tesla. Komm. Eine Sache kriegen wir doch noch down. Das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten auf der Seite. Jetzt ist natürlich die Sache. Warum habe ich den Mauerbrecher dabei? Der Moose hat tatsächlich an alles gedacht, der Kollege. Hat da echt alles Mögliche hingestellt. Nicht schlecht. Das muss ich mal überlegen, dass ich überhaupt, ich habe, glaube ich, auch viel zu viele Truppen gleich schon gesetzt. Die Adler-Dev geht noch nicht auf. Seine Clan-Truppen kommen auch noch nicht raus. Das ist auch schon mal sehr erfreulich. Ich habe, glaube ich, wieder den Golem viel zu, die Truppen viel zu schnell hinterher gesetzt. Wir gucken einfach mal, was wir da machen können. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier vorhabe, ehrlich gesagt. Es wird wahrscheinlich eher auf einen Stern hinauslaufen. Also die Base ist auch sehr, sehr solide, muss man sagen. Sehr, sehr solide Base. Ich dachte schon, er hüpft drüber, aber das wäre ja auch unmöglich gewesen, da drüber zu hüpfen. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ich müsste, glaube ich, gleich echt schon anfangen, die mal hinterher zu setzen. Sonst wird's tricky. Jetzt muss ich wirklich schon mal anfangen, die da oben hinzusetzen. In der Hoffnung, dass sie da hinterherlaufen. In der Hoffnung, dass sie jetzt gleich auch springen. Komm. Ja, sie springen! Sie springen! Ich gehe kaputt, sie springen. Sie hüpfen drüber, ich gehe kaputt. Es ist unglaublich. Sie hüpfen alle. Oh mein Gott, sie haben alle gehüpft. Okay, er hatte nichts in der Klarenburg. Das relativiert das Ganze natürlich dann wieder etwas. Wir haben tatsächlich, glaube ich, gleich 2 Sterne geholt. Oh mein Gott. Ah, noch nicht? Immer noch nicht. Verdammt. Immer noch nicht 2 Sterne geholt. Ich versuche jetzt mal eben da noch was zu blitzen. Zu vergiften. Aber es sollte reichen. So gerade eben. Ja, es hatte gereicht. Es hat gereicht. Allerdings, na gut, man muss immer relativieren, er hatte keine Clan-Truppen. Aber habt ihr das gesehen? Wie die da gehüpft sind? Jetzt setzen wir eben noch den Zauber da oben hin. In die Ecke. Ah, krass. Wie die da einfach drüber gehüpft sind, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja, 56% wäre, glaube ich, mit Clan-Truppen, die er gehabt hätte, wäre es, glaube ich, schwieriger gewesen. Aber nun gut, habe ich denn noch irgendwas gehabt? Achso, der Zauber ist noch aktiv. Jetzt haben wir 0%. 0 Sekunden. Mann, was ist heute los hier mit meiner... Mit meinen Gedanken. Was ist heute los? So, was haben wir jetzt? Ja, nicht schlecht. Na gut, ohne Clan-Truppen. Jetzt machen wir noch einen richtigen Angriff hier. Die Folge wird wieder ein bisschen länger. Ich hatte zuletzt immer lange Folgen. Hoffe, das stört euch nicht. Oh, 5000 Dunkles. Weiß aber nicht, ob ich noch einen Cut machen soll oder nicht. Das wird sich jetzt entscheiden, ob wir zeitnah einen finden oder nicht. Ich würde sagen, wir nehmen ihn jetzt mal mit. Und ich probiere jetzt hier mal 100% zu holen. Das ist jetzt die Aufgabe. 100% nichts und nichts anderes. So, wo hat er denn die Königin? Die Königin ist da vorne. Das heißt, wir gehen definitiv gleich von der Seite... Gehen wir von der Seite vor? Ja, wir gehen gleich von der Seite vor. Bedeutet, wir setzen dort einen hin. Und räumen mal schon mal alles auf, was sich jetzt hier so in den Weg stellt. Er hat sogar eine Kanone da vorne. Das ist echt so eine Base, die ist schon so ein bisschen gerusht, vor allem was die Mauern angeht. Wobei man sagen muss, man sieht eindeutig, das sind diese 25 Mauern, die man ja dazu bekommt, wenn man dann neu wieder Rathaus 11 geht, ne? Oder? Nee, kriegst du ja gar nicht.
Kriegst du doch gar nicht. Du kriegst gar keine neuen Mauern dabei, wenn du Rathaus 11 gehst. Du kriegst nur neue Mauern dabei, wenn du Rathaus 10 gehst. So, so wird ein Schuh raus. Na egal. Wir haben jetzt schon 19%. Was machen wir jetzt? Wir warten es ab. Die Kanone muss weg. So, die Kanone ist weg. Und jetzt gehe ich einfach von vorne durch. Sage mir einfach, Hüpf Nummer 1. Hüpf Nummer 2. Versuchen wir mal an der Seite einfach mal was aufzumachen. Er hat ja eh keine... Ah, da ist offen gesprengt, das ist schon mal sehr gut. Er hat ja auch keine Adler-Dev, was uns natürlich auch sehr entgegenkommt. Und jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Das ist natürlich wieder eine Frage der Zeit. Mein Kill-Squad, mein Suicide-Squad schon unterwegs. Oh, er hat Clan-Truppen. Nicht gut. Oh, die klassischen Clan-Truppen überhaupt. So, schnell den König zünden, bevor er down geht. Ja. Ballons. Die Ballons. Meine Ballons. Die müssen natürlich down. Ja, die Königin lebt noch. So, da noch was aufgemacht. Jetzt muss ich natürlich mal eben schnell die Bowler schon mal hinterher schicken. Ich schicke die auch ruhig mal auf einen Fleck. Er hat ja auch kaum, er hat ja keine Adler-Dev, was uns auch, wie gesagt, sehr, sehr entgegenkommt. Müsste ich gleich mal zünden? Nö. Wobei, jetzt haben wir noch alle Bowler eigentlich im Radius. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt mal schon mal zu den Warden jetzt schon mal zu zünden. Bevor was passiert. Jetzt kann ich da schon mal freezen. So, da noch einen Wutzauber drauf. Und jetzt gucken wir gleich mal, was passiert. Allerdings wird jetzt gleich der Inferno-Turm uns ein bisschen Probleme bereiten. Ah, jetzt... jetzt nicht mehr. Jetzt wird er da knapp mit 100%. Ey, warum kriege ich das denn nicht hin? Warum kriege ich das denn nicht hin mit 100%? Oh, da außen laufen noch ein paar. Es wird nicht reichen mit 100%. Verdammt. Es wird, glaube ich, es wird knapp werden. 50 Sekunden auch nur noch Zeit. Oh, der Warden kriegt jetzt gleich schon mal ein bisschen was ab von dem Minenwerfer. Komm, mach den Minenwerfer doch kaputt. Mach doch den Minenwerfer kaputt. Ist das denn so schwer? Habe ich denn noch einen Zauber oder sowas? Nein, ich habe gar nichts mehr übrig. Ja, der Minenwerfer ist down. Allerdings, er hat noch zu viel Def. Johnny Def. Nein, Spaß. Er hat noch zwei Magiertürme noch. Mist. Ich dachte, ich hätte es geschafft, aber ich habe es dann doch nicht geschafft. Auch wenn jetzt da noch, wir, denke ich mal so, oh nein, wir schaffen nicht mal mehr 85%. Selbst mit mehr Truppen hätten wir es jetzt nicht mehr geschafft, weil die Zeit einfach auch nicht mehr reicht. Ärgerlich. Ich hätte echt gedacht, wir würden mehr hinkriegen. Aber nun gut. That's life. C'est la vie. Ja, komm, lassen wir den Warden sterben. Ah, wir lassen ihn nicht mehr sterben. Die Zeit ist um. Aber wir haben 2 Sterne geholt. Und ein bisschen Loot. Ich bin wieder in Meister 3. Wir haben ein bisschen Bonus bekommen. Und schauen mal eben drauf. Also ich glaube, das mit den Baby Dragons... Ah, weiß ich nicht. Wir gucken mal eben nach. Wir bauen noch mal 1, 2... Wir bauen noch einen Zauberer hinterher. Einen davon. Und noch einen... Ich glaube, ein Freeze macht, glaube ich, sogar fast... Na, wir nehmen einfach mal den Freeze. Wir fordern noch mal eben an. Bauen wir eben noch ein paar Trübskis hinterher. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch Ideen habt, also Update-Ideen und so weiter, schickt es mir mal gerne zu per E-Mail. Würde ich mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns später noch wieder. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis später. Tschüss.